Um neue Termine einstellen, geht man direkt auf den Veranstaltungskalender und meldet sich dann an. Nach der Anmeldung erscheint ein graues Feld. In diesem grauen Feld gibt es die Möglichkeit, einen neuen Termin einzutragen. Dieses Feld anklicken und dann kann schon losgehen, den Termin und Titel einzutragen. Ich trage jetzt den Termin unserer Landesversammlung ein. Es gehört zum Landesverband und ich habe den Termin eingestellt. Eine kleine Beschreibung können wir bereits unseren Titel eingeben. Ich kopiere ihn einfach rein. Und gebe den Veranstaltungsort ein, der ist Erlangen. Einen speziellen Link gibt es noch nicht. Und im Kalender gebe ich an, wann sie ist. Und zwar ist es ganztägig oder eine unbestimmte Zeit in dem Fall, weil wir keinen Start-Uhr-Zeitpunkt haben. Und das Jahr ist 2013. Der Monat ist 04, weil es der April ist. Und es geht vom 26. bis zum 28. Es gibt auch keine spezifische Endzeit. Oder nein, wir müssen nur die unbestimmte Zeit anklicken. Und dann gibt es, es ist jetzt rot, weil der Endzeit vor dem Startzeitpunkt liegt und das funktioniert natürlich nicht für eine Veranstaltung. Da hilft uns also das System, sollte jetzt aber besser, es gibt keine Wiederholung. Und jetzt hat er hier das Problem, dass ich das angeklickt hatte, ausgeklickt habe, ich speichere es jetzt. Und schon haben wir unsere Veranstaltung drin und wenn ich jetzt auf die Jahresübersicht gehe, bekomme ich für 2013 zwei Termine angezeigt, das Wasserseminar im März und die Landesversammlung im April. Das war es schon zu den Veranstaltungen.